Aber wenn wir jetzt in der Phase sind, dass du jetzt auf einmal Boom Rapper bist, obwohl du es nie geplant hast, das war nie dein großer Traum, dass jetzt Rapper war nie mein Traum, eher Sänger. Und darum wird auch die Musik, die ich jetzt bringe, bald ganz anders sein. Also ein bisschen gesangslastiger. Die werden sich wundern. Aber ich mache jetzt das erste Mal in meinem Leben auf das, worauf ich halt Bock habe. Ah, das, was wir von dir jetzt kennen, ist eher so ein bisschen als Team entstanden halt, ne? Eher halt so, du musst so machen, aber jetzt kommt das, was ich selber machen will. Wo keiner mir sagt, nicht, dass jetzt jemand mir was vorgeschrieben hat oder so, aber wo man einfach so das selber auch entscheiden kann. Naja, es gab ja Wenn du in einem Label bist wie EGJ, kannst du nicht alles selber entscheiden. Ja, die hatten ja auch mehr Erfahrung als du halt, ne? Eben, außerdem, du musst dich auch irgendwo unterfügen und du bist ja jetzt auch nicht hier der Superstar oder so, weißt du? Du hast ja angepasst, aber man hat dich dann halt immer wieder in dem Umfeld gesehen und ich erinnere mich halt auch an die ganzen Kontroversen. Du warst dann immer so mittendrin. Wie hast du das denn empfunden dann, als das so ein bisschen auseinanderging halt? Die Trennung meinst du jetzt? Jetzt davor vielleicht noch, fing ja an mit Kay, glaube ich, so, ne? Wo ihr nicht mit Kay hatte ich nicht viel zu tun. Kay war ich ab und zu nur saufen gewesen. Da war ich noch nicht so richtig drin. Ich kam ja erst 2012, 13. Okay, da war er ja schon voll. Wo er gerade ging, bin ich gekommen. Okay. Mit Kay hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich habe mit ihm nie ein Problem gehabt. Weil ich erinnere mich an dieses lange Interview im, wo war das, KISS FM, wo ihr, du mit Bushido so lange wart und dann Kay angerufen hat und so. Ja, ich war Teamplayer, Bruder. Ja. Wenn einer meine Freunde beleidigt, dann bin ich natürlich okay, dabei. Du warst einfach so, das ging um Loyalität. 100%. Welchen Beef hat der Bushido selber ausgetragen? Das weiß ich doch alles. Der im Internet angefangen hat zu beleidigen. Mit Kay auch? Mit Kay auch? Ja, Kay hat mich auseinandergenommen auf dem Display. Hast du den Display gehört? Na klar, hab ich ihn gehört. Ich kenn warum, fast alle Displays. Warum hat er das gemacht? Weil ich ihn doch die ganze Zeit gegen ihn geschossen habe. Kannst du den Ablauf nochmal schildern, erinnerst du dich? Du bist nicht Fat Joe, du bist nur Fat Bro. Ja, hat er gesagt? Ja. Ich weiß nur irgendwas mit... du bist nicht Fat Joe, du bist nur Fat Bro. Ich weiß nur irgendwas mit den ganzen Schokoriegeln auf jeden Fall. Ja. Sind aber jetzt auch keine harten Disses. Nein, ne? Mann, scheiß drauf. Alles, was mit Fett zu tun hat, ist mir egal. Ja, deswegen. Also ich glaub, Hauptsache nichts mit Familie. Ja, das wäre unter die Gürtellinie. Dann gibt es bei mir auch nicht mehr Rap, dann komm ich. Ja, ja, das ist... Polizei her, dann komm ich, Wallah. Na, ich weiß ja noch, bei einem Battle, wo du am Start warst, bei uns bei Rapper Mittwoch, ja. da haben wir über Grenzen, war das auch ungefähr dieselbe Zeit, das ne? Das war ein bisschen später, 13, bisschen später, 14. 2013, 14. Okay, dann lass uns nochmal chronologisch bleiben, bevor wir zu Rapper Mittwoch kommen. Du hast einfach nur, wie hast du es denn mitbekommen, dass Kay nicht mehr am Start ist? Wie hast du das aus deiner Perspektive wahrgenommen? Ich saß damals im O-West und dann kam Ara von Bushido, haben die mir das erzählt. Was, er ist auf Flucht oder was? Er ist einfach weg, geht nicht mehr ran, weg. Warum? Gab es eine Begründung? Warst du überrascht? Er war halt immer so, ich weiß nicht, dann kam auch sein komischer Stiefvater, der auf einmal auf Manager gemacht hat. Dann, das kann ja die Suppe nur versalzen, wenn du irgendwo unter Vertrag bist, dann kommt einer, will auf einmal Manager spielen. Das kann ja gar nicht gut gehen. Unabhängig, ob es Kay ist oder ein anderer ist. Dann hat er doch angefangen so, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht mehr. Er hat da angefangen, einfach so linke Moves zu machen, so, weißt du, einfach so hinter Rücken von den Jungs, von Ara und Bushido, was einfach nicht klar geht. Meinst du, er wollte die geschäftlichen Bedingungen ändern? Ich weiß nicht, wen er damals, dass er das gemacht hat. Auf jeden Fall ist mir auch egal, Bro, ist auch nicht mein Thema so. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, das ist nicht mein Problem. Okay, also du hast dann einfach nur angefangen, du wusstest halt, Bushido und Arafat sind jetzt gegen Kay und dann hast du einfach mitgemacht. Und ja, klar. So, deswegen, also die war... Arafat ist ja mein Cousin, das heißt, ich mache sowieso mit. Ja. Das ist ja mein Cousin und er fängt an, öffentlich über meine ganze Familie zu reden. Mhm. Okay. Was soll ich machen? Soll ich ruhig sein? Okay, daraufhin hast du auch geschossen halt. Ne? Und ich war ein Niemand, Mann. Ich war irgendein Junge auf Facebook. So ein dicker Typ, der einfach was gepostet hat. Mhm. Aber dass er mich gleich disst und mich richtig damit reinnimmt. Hätte ich auch nicht gedacht. Naja, für die öffentliche Wahrnehmung warst du dann halt. Guck mal, der Dicke wird immer geballert. Auch bei JPG3. Ich habe eigentlich am wenigsten gesagt, die haben mich gefickt. Am meisten. Na, da bist du auch für die in die Presche gesprungen. Da bin ich auch nicht. Ich bin immer in die Presche gesprungen, Bruder. Aber ich bin in die Presche gesprungen, habe ich auch alles gerne. Ich bereue es auch alles nicht, weil ich bin einfach so erzogen worden. Das ist eine Erziehungssache. Wenn du mit meinem Freund ein Problem hast, mit dem ich jeden Tag bin, arbeite, lebe, esse, dann bin ich dabei, Bruder. Mhm. Da musst du dich mehr auseinandersetzen, ob du willst oder nicht. Im Nachhinein kann man sagen, klar, du bist dafür Leute in die Presche, wie du gesagt hast, gesprungen, die am Ende einen Blick auf dich gegeben haben. Ja. Der eine oder nicht alle, aber der eine oder andere, schon klar. Aber Bruder, das ändert ja nichts an meiner Einstellung. Weißt du? Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus.
Fotze bist, dann bist du eine Fotze. Was ist für dich, was sind für dich Grenzen der Loyalität? Also man ist ja eine Einstellungssache. Man ist halt loyal, aber man kann ja der falschen Person gegenüber loyal sein. Wie erkennt man das? Und wie soll ich denn, warte mal, wie soll ich denn wissen, dass Bushido eine falsche Person ist? Wenn der 20 Jahre mit meinem Cousin so ist, so, ich mit dem arbeite, mit den beiden arbeite und er halt dann auf einmal durchdreht nach 20 Jahren. Ich erinnere mich, dass du gar nicht so viel gegen Bushido gesagt und getan hast. Bis die Bullen waren. Genau, dann kam Polizei bei dir eingeritten. Ja, ne, war so. Irgendeine Steuerscheiße. Guck mal, ich sag dir ehrlich, die reden nicht mehr über Steuern. Über was reden wir bei mir? Um was geht's bei mir? Ich schwöre auf meine Mutter, wenn ich euch zeige die Zahlen, ihr lacht mich aus. Ihr lacht mich aus. Ja, nee, was soll mir passieren? Über was redest du da? Was für Steuern? Was habe ich denn verdient, du Schwanz? Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Er hat einfach irgendwas erzählt, dass ich irgendwelche Gelder bekommen habe oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall kam die Steuerfahndung zu mir nach Hause und hat da ein Torabo veranstaltet, als ob ich so 94 Millionen Euro irgendwie unterschlagen habe. Ich kann euch, wenn ich die Zahlen zeige, und werde ich auch nach dem Gericht, werdet ihr diesen Jungen so beleidigen, ja, einfach weil ihr Menschen seid. Aber alles kommt mit der Zeit. Hast du eine Vermutung, was er damit bezwecken wollte? Mann, ich scheiße auf seine... Guck mal, ich habe auch aufgehört, irgendwas zu vermuten über diesen Jungen. Der Typ ist genug bestraft, wallah. Und der soll einfach sein Ding machen, ist mir egal. Jetzt fängt er auch an zu lästern in seinem Podcast. Ja, Ali Bumay, das ist der Platin-Platte. Einfach mit abfinden, du Peach. Einfach mit abfinden. Ich habe eine Platin-Platte, ja, ich. Ich kann nicht rappen, aber ich habe eine Platin-Platte. Und jetzt? Ich Warum? Hab's nicht mitbekommen. Weil ich einfach ein geiler Typ bin, du Peach. Ganz einfach. Und du nicht. Er regt sich darüber auf oder gönnt sie dir nicht? Oder warum ja, geht's? Und das ist voll... guck mal, er redet einfach abwertend über mich. Nach Jahren. Ich habe seit Jahren seinen Scheißnamen nicht mehr in den Mund genommen. Hm. Weißt du? Ich habe seit Jahren... Guck mal, ich habe doch ein Thema, Bruder. Ich schwöre auf meine... Ich hätte mit diesem Thema ihn vielleicht zum Suizid geführt. Hattest du auch kurz nach dem... Warte mal, und ich habe, ja... Und ich schwöre bei Gott, was ich da habe oder hatte, immer noch eigentlich haben kann... Hätte ihn dazu gebracht, dass er so. Aber ich will das nicht. Er tut mir leid. Weil ich habe mit ihm geredet, nicht mit seiner Frau. Er soll einfach die Fresse halten. Was macht er? Er sitzt nach 3 Jahren mit diesem Rosberg da im Interview, fängt wieder an, über mich zu bilden. Nach Wertsch, du Schwanz. Was willst du von mir? Ich erwähne dich doch gar nicht mehr. Ich habe meine eigenen Probleme. Ich war 3 Jahre, 4 Jahre out of order, Bruder. Glaub mir, ich hab viel Scheiße gefressen. Jetzt geht's mir wieder super, Alhamdulillah. Der kommt dann auf einmal um die Ecke und fängt wieder an zu bellen. Halt die Fresse, Mann. Gib mir lieber mein Geld. Die Abfolge war ja so, dass als Lars zu EGJ kam, dass er... Lars, der arme Herr. Ganz kurz nur mal, damit ich es kurz einordnen kann. Lazy, schöne Grüße. Ich muss es kurz sagen. Okay. Schöne Grüße an meinen Bruder Lazo. Bester Mann ist Lars. Ich schwöre auf alles. Yeah. Da kann ich dir nur beipflichten. Aber als Lars zu EGJ kam, was für uns alle überraschend war auf einmal so, ne? Ja. Ich hab ihn geholt. Du hast, noch eine interessante Info. Ich hab ihn geholt. Wie kam das? Er war mit Tassim einmal am Start, die haben zusammen Videos gedreht. Mhm. Und für 2. Album brauchte ich jemanden, der mir ein bisschen hilft beim Schreiben, ne? Und da habe ich zu, weil Shindy hatte selber sein Album und er hatte gar keine Zeit. Shindy meinte, klar, so die Singles machen wir zusammen. So die krassen Sachen, aber das ganze Album schreiben, wenn schaffe ich einfach nicht. Da habe ich Tassin gefragt, ob Lars Bock hat. Er hatte Bock. Warum hast du Lars ausgewählt? Weil er einfach der Krasseste ist, Digga. Wo hast du was gesehen? Rapper Mittwoch. Yes, darauf wollte ich hinaus. Ja, safe. Ja, klar. Und er hat zugesagt, dann haben wir uns getroffen, dann habe ich ihn mitgenommen halt ins Studio. Mhm. Und er war halt für alle einfach ein Segen, Alter. Mhm. Jetzt nicht nur so wegen Schreiben, sondern auch so, er ist ein super Typ einfach, Mann. Ruhig, respektvoll, denkt nach, bevor er redet, labert keine Kacke. Geht keiner auf den Sack, belügt keinen, erst einmal ehrlich. Danach wurde er ganz schnell gesigned auch, Digga. Und dann war er am Start. Okay, top. Und da kam die Ansage von Bushido, das wäre jetzt mit Lars. Ja, dann kam Bushido in seinen Größenwahn wieder. Okay, kam er alleine darauf? Ich habe einen Neffen, der ist 10. Ich glaube, er würde 1-1 Bushido auf die Fresse hauen. Egal, klar alleine. War jemand dabei? Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das eine beschlossene Sache. Der sitzt zu Hause und sagt einfach, wer ab jetzt Lars. Obwohl er weiß, dass Farid und Kolle gegen Lars schießen. Ja, das war eine indirekte Ansage an die. Ja, klar. Und dann haben die halt gesagt, okay, wenn du so machst, machen wir auch so. Und zu der Zeit waren wir gut mit denen. Ja. Zu der Zeit waren wir mit Farid gut. Farid kam zu Arafat, nach Berlin mit den Abus, gechillt, alles cool. Es war einfach unnötiger Film, den er da gemacht hat.
Darum habe ich auch im Nachhinein gesagt, okay, weißt du was, ich entschuldige mich bei denen. Okay, nochmal, der Ablauf. Der Ablauf war so, dass Bushido von alleine gesagt hat, wer jetzt Last ist, der kriegt es mit uns zu tun. Ja. Ja, obwohl ja. keiner das im keiner, Team... Und deshalb haben die auch ihn noch gar nicht mehr gedisst. Das war eigentlich vorbei, das Thema. Okay. Ich versuche die Beweggründe nachzuvollziehen. Ja, weiß das jemand? Größenwahn. Okay. Okay, aus Größenwahn hat er dann eine Ansage verteilt, hat die dazu gebracht, direkt zu schießen, ja. aber hat dann sich wieder mit denen vertragen. Hat dann, weil er gehört hat, dass sie ein Video von seiner Frau haben angeblich, auch bestimmt, weiß ich nicht, hat dann Muffensausen bekommen und hat hinterrücken, während wir den Sampler machen. Jetzt zieh dir das rein. Und ich schwöre auf meine Mutter, was ich sage, ist die absolute Wahrheit. Während wir im Studio sitzen und den Sampler gerade machen, hat er schon mit denen geplant, dass es geklärt ist und es keinen Sampler geben wird. Und dieser Weil jeder sagt, ja, die haben euch zerrissen durch JPG, ist EGJ aus zerfetzt. Habibi, keiner kann uns zerfetzen, erstens. Wir hatten nur, wenn der Häuptling von der ganzen Gang eine Fotze ist und das Boot sinken ist, was soll ich dann als Matrose noch machen? Verstehst du? Ich verstehe. Uns hat keiner, uns kannst du nicht. Wir waren EGJ, Bruder, wie willst du uns? Ich verstehe nicht, warum er dann nicht zu euch gedreht ist und gesagt hat, ey Jungs, Entwarnung, die Sache ist geklärt, wir rudern zurück. Verstehst du, weil er da schon seine Filme gemacht hat, er wollte sich da schon trennen. Verstehst du? Er kennt, wir haben einen gemeinsamen Freund, der die auch, der Fall gut kennt. Und durch den hat er das dann geklärt. Das ist meine Vermutung und ich bin mir sicher, dass es auch so ist. Das heißt, der Sampler wäre eh niemals rausgekommen. Warum? Weil wo wir einmal schießen wollten, nein Leute, eine Gruppe wartet noch. Er hatte Angst, dass ich zu früh schieße, dass sie sagen, hey, wir hatten noch eine Abmachung. Mhm. Verstehst du? Ganz dreckiges Spiel, ganz hartes Peach-Spiel von ihm. Aber heute, 5, 6 Jahre später, Mann, ich scheiß drauf, ist mir alles egal. Aber da warst du das erste Mal enttäuscht von ihm, oder? Da war ich da, Dicker, er hat uns wie enttäuscht. Nee, dass du halt, bis dahin war es alles cool mit Bushido, oder? Ja, alles ganz normal. Ne, ganz normal, weil du ja meintest, davor bist du ja... Ganz normal, da haben wir aber halt erfahren, dass der zweitgleisig wird. Bei Kay und so hast du dich ja für ihn eingesetzt, was Kiss FM, was ich gerade ja meinte und so. Ja, weil er mein Bruder ist, ich habe mich bei jedem eingesetzt. Genau, und bis dahin... Ob es ein Hamad 45 war in Essen, ich bin hingefahren, wegen wen? Wegen ihn. Und ich war mit Hamad gut. Wegen Bushido? Ja, ich habe mich mit Hamad gestritten wegen ihn, natürlich, weil er Bushido beleidigt hat. Okay. Dann, ich war mit Hamad befreundet eigentlich. Ja. Also nicht Freunde, wir waren cool miteinander. Ja. Da gab es keinen Streit vorher? Und nein, und dann bin ich nach Essen gefahren, hab mich da mit denen gestritten für ihn. Was war zwischen Hamad und Bushido? Da war irgendwas, ja, er hat ihn beleidigt. Hamad hat Bushido beleidigt, du bist hingegangen, um das zu klären. Ich bin hingegangen, geklärt. Wir haben es vernünftig geklärt. Okay. Also, aber dass ich dann überhaupt Beef hatte mit Hamad, mhm. über ein paar Wochen, wegen ihm. Okay, das heißt, ohne Bushido hättest du kein Hamad-Beef, kein Fari-Beef gehabt, kein... Wallah, gar nichts. Ohne Bushido hätte ich mit gar kein Beef gehabt. Okay. Jeder, der ein bisschen, sieht man doch auch. Gibt es sonst irgendjemanden, mit dem du Streit hattest? Nein, ich habe keinen Streit. Mit wem soll ich mich streiten, Bruder? Okay. Mit mir kannst du dich auch gar nicht streiten. Ja. Worüber will ich mit mir streiten? Nimm mir nicht mein Essen weg, dann ist alles gut.